Ganz herzlich willkommen, Herr Altmaier, ganz herzlich willkommen, Herr Lemaire. Wir wollen heute über die Rolle, die digitale Rolle Europas in der Welt sprechen. Da haben Sie beide ja eine ganze Menge Projekte angestoßen. Wir wollen über diese Projekte sprechen, wir wollen erfahren, wie es läuft. Wir wollen aber auch ein bisschen tiefer einsteigen und herausbekommen, was vielleicht in Zukunft noch geplant ist, in welche Richtung Sie beide so denken. Und vor allem wollen wir klären, wie diese digitale Souveränität Europas dann am Ende wirklich aussehen kann. So, bevor wir jetzt einsteigen mit der ersten Frage, noch eine kleine Sache zum Housekeeping. Es ist die Möglichkeit auch für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, draußen Fragen zu stellen. Wir werden die am Ende dann in diese Diskussion einbringen. Also, Sie kennen das schon aus den vorhergehenden Runden, per Slido einfach die Fragen stellen. Wir werden dann wenigstens die, die am weitesten hochgevotet wurden, versuchen zu stellen. Ja, und damit steigen wir schon ein, Herr Lemaire. Ich würde gerne Ihnen die erste Frage stellen. Und zwar würde ich gerne zu Beginn dieser Diskussion jetzt mal ganz konkret werden. Mit welchen Schritten, Sie haben sich ja intensiv mit der Frage der digitalen Souveränität auseinandergesetzt, mit welchen Schritten wollen Sie diese digitale Souveränität erreichen in einer Zeit, in der die digitale Revolution ja eigentlich eher in China und den USA stattfindet? Bonjour à tous. D'abord, je suis très... Zunächst einmal guten Tag und ich freue mich sehr, dass ich bei dieser Konferenz mit meinem Freund Peter Altmaier dabei sein kann. Die Daten sind für deinen Wirtschaftsminister eine sehr kritische Masse, eine sehr entscheidende Masse und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass Daten einen wirtschaftlichen Wert haben und was in einem Flugzeug, in einem Auto, in einem Zug mehr Wert hat heute, ist nicht Stahl oder Räder, sondern es sind die Daten, die in diesen Verkehrsmitteln zirkulieren und die es ermöglichen, diese Transportträger zu steuern und zu verwerten. Derjenige, der die Daten beherrscht, beherrscht die Wirtschaft. Es geht also hier wirklich um etwas Wichtiges im wirtschaftlichen Sinne, wenn wir die Wertschöpfungskette beibehalten möchten in Europa, in Frankreich, in Deutschland, da müssen wir diese Daten unter Kontrolle haben. Als es zum Beispiel die Fusionsverhandlungen zwischen Siemens und Alstom gab, war das eine entscheidende Frage. Die Kontrolle der Daten, insbesondere bei der Signalisierung, denn hier kann man am meisten Wert schöpfen. Es geht also zunächst um etwas Wirtschaftliches. Dann geht es auch um politische, europäische politische Souveränität. Das sind sensible Daten. Und ich kann nur ein Beispiel, ein sehr konkretes Beispiel geben. Wenn man einen Airbus nimmt und mit diesem Airbus in ein anderes Land fliegt und dort das nachbauen möchte, dann gibt es unterschiedliche Elemente, die man überhaupt nicht übertragen kann, auch was Design anbelangt. Und man kann also von einem physischen Airbus, keinen Airbus nachproduzieren. Aber wenn man die ganzen Daten dazu hat, der Widerstand der Stähle, der Widerstand der Fasern, die verwendet werden, die ganzen immateriellen Daten, die in der Software sind, und ab dann kann dieser ausländische Staat einen Airbus nachbauen. Es geht also auch hier um politische Souveränität, die eine große Bedeutung hat. Und aus diesen zwei Gründen haben wir mit Peter Altmaier zusammen beschlossen, dass wir die sensibelsten Daten schützen. Und dann haben wir die Initiative von Peter Altmaier übernommen. Und danke, Peter Altmaier, dass er das ins Leben gerufen hat. Denn das ist im Sinne von Europa. Wir haben Gaia-X als Projekt aufgesetzt. Das ist eine Infrastruktur europäischer Daten, die es uns ermöglichen sollen, die sensibelsten Daten für unsere wirtschaftliche und politische Souveränität zu speichern. Und zwar in einer digitalen Infrastruktur, die französisch-deutsch erstmal ist und dann europäisch wird. Und dann haben wir den Digital Markets Act. Und das ist dieses gesamte Paket der Europäischen Kommission. Und ich danke Thierry Breton und Margrethe Vestager, die sich mit diesem Thema befasst haben, dass sie hier wirksame und effiziente Antworten gegeben haben, um extraterritoriale Angriffe abzuwehren. Und aus all diesen Gründen glaube ich, dass es hier mehr Bewusstsein für die strategische Bedeutung der Daten gibt. Und dank der Initiative der Kommission von Peter Altmaier und der französisch-deutschen Kooperation haben wir mit Gaia-X einen wahren Fortschritt erzielt.
Erlauben Sie mir noch eine Nachfrage. Ich muss da einmal nachhaken. Was heißt denn eigentlich jetzt diese Souveränität? Ist das so eine Art Teilautarkie Europas, sich in gewisser Weise abzukoppeln vom Rest der Welt? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Nein, das ist also keine Entkopplung, sondern Sie können sich natürlich vorstellen, dass Boeing seine Daten behält und Microsoft behält auch ihre Daten für sich. Und Sie können sich auch vorstellen, dass Walmart die Hypermärkte auch die Daten über die Kunden, über die Selektionen der Kunden behalten. Das geben Sie den europäischen Konkurrenten nicht. Und genau das Gleiche müssen wir auch tun. Einfach die sensibelsten Daten für uns behalten. Und das schließt keineswegs eine Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten aus. Aber gestern musste man sensible Technologien schützen und heute muss man die Daten schützen, weil sonst langfristige Investitionen verloren gehen, die geschützt werden müssen. Und das gleich zu sagen, das bedeutet nicht Souveränität, Protektionismus, sondern einfach nur Wahrung unserer Interessen. Herr Minister Altmaier, wie wollen Sie Ihren französischen Kollegen bei diesem Bemühen unterstützen? Beziehungsweise ist es natürlich eine gemeinschaftliche Initiative. Also was ist für Sie der zentrale Punkt? Es ist ja auch bisher nicht so gewesen, dass Airbus nun freigebig seine Daten an Boeing gegeben hat. Aber was ist für Sie der zentrale Punkt, zu einer stärkeren Souveränität auf europäischer Ebene zu kommen? Ja, erstmal guten Tag an alle. Lieber Bruno und alle, die uns zuhören, wir haben in den letzten 3 Jahren im Bereich der Wirtschaftspolitik eine deutsch-französische Zusammenarbeit organisiert, für die es kein Beispiel in den letzten 70 Jahren gibt. Und das hat uns ermöglicht, auch Zukunftsaufgaben anzugehen. Eines ist die digitale Souveränität. Bruno hat sehr richtig gesagt, es ist nicht die Autarkie. Es geht aber darum, dass wir die Fähigkeiten in Europa haben, die wir haben müssen, wenn Unternehmen eine Auswahl haben wollen, wenn sie sich entscheiden wollen, bestimmte Daten an bestimmten Orten, in bestimmten Ländern zu speichern und zu verarbeiten. Und wir hatten eine Situation vor wenigen Monaten noch und immer noch eigentlich auch, dass fast alle großen Cloud-Projekte mit amerikanischen oder chinesischen Anbietern realisiert werden mussten, weil es in Europa nicht diese Möglichkeiten gab und schon gar nicht zu den vertretbaren Kosten. Also haben wir mit Gaia X ein System auf die Beine gestellt, das zum einen einen Standard definiert. Was den Standard angeht, ist es offen, auch für Anbieter aus den USA, für Google, Amazon, Apple und wie sie alle heißen. Wenn es aber darum geht, einen Standard zu schaffen, dann muss man aber auch definieren, wie geht das mit Hinblick auf Schutzniveau, wie geht das mit Hinblick auf Interoperabilität von Daten, auf die Möglichkeit, dass Mittelständler zum Beispiel auch Data Sharing betreiben können, damit sie Algorithmen besser trainieren können, indem sie aus den vielen kleinen Datenpfützen einen großen Datensee machen. Und dazu gehört auch die Möglichkeit, solche Daten in Europa oder in Frankreich oder in Deutschland zu speichern, wenn man das möchte, weil man dieser Option den Vorrang gibt. Das heißt, wir fügen in einem auf Wettbewerb basierenden europäischen System eine neue Komponente hinzu. Das ist auch so bei der Batteriezellproduktion geschehen. Wir haben ursprünglich erlebt, dass alle Batteriezellen in Asien hergestellt wurden. Und wir haben jetzt mit unserem IPCI Batteriezellproduktion erreicht, dass einige 10.000 Arbeitsplätze in Frankreich und Deutschland in diesem Bereich entstehen, bei Dutzenden von Unternehmen. Das heißt, es gibt dann auch die Möglichkeit, Batterien einzukaufen hier bei uns. Natürlich reicht es nicht aus, nur Cloud-Lösungen mit hohen Standards anzubieten, sondern wir müssen auch über die Erzeugung von Daten, über die Frage, wann kann ich die Daten für mich behalten und darüber entscheiden, sie zu teilen, welche Daten sind öffentlich zugänglich, Open Data als Stichwort, auch darüber müssen wir Entscheidungen treffen. Da haben wir in Deutschland
mit der Datenstrategie, die das Bundeskabinett beschlossen hat, einen wichtigen Akzent gesetzt. Und natürlich werden wir mit dem Digital Single Market Act natürlich auch alle diese Fragen weiterhin beraten und vorantreiben. Das heißt, es ist nicht nur eine exklusive französisch-deutsche Zusammenarbeit, für die ich sehr dankbar bin, dass wir sie geschaffen haben, sondern es ist eben auch eine gemeinsame europäische Herausforderung. Und deshalb ist Gaia X von einer deutschen Idee über ein französisch-deutsches Projekt inzwischen zu einem wirklichen europäischen Projekt geworden. Herr Altmaier, ein gemeinsamer Standard schafft aber noch nicht Unternehmen, die europäische Unternehmen, die beispielsweise Clouds, Cloud-Technologie anbieten. Sie schaffen noch nicht ein europäisches Amazon, ein europäisches Microsoft. Wie kann Gaia X oder wie können andere Initiativen, die Sie vorhaben, genau das erreichen? Es sind ja schon Unternehmen vorhanden. Denken Sie in Deutschland an die Telekom, denken Sie an SAP, denken Sie an Bosch, denken Sie an Siemens und einige andere. Und einige von denen bieten Cloud-Lösungen auch sehr proaktiv an. Sie wurden nur bisher nicht als gleichwertig wahrgenommen im internationalen Wettbewerb. Und deshalb haben viele deutsche Unternehmen auch entschieden, ihre Daten zu hosten mit amerikanischen oder chinesischen Anbietern. So, und durch den Zusammenschluss all dieser Unternehmen in Frankreich, in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden zum Projekt Gaia X, die behalten ihre Eigenständigkeit als Unternehmen, aber sie gehören zu dem großen Umbrella-Projekt Gaia X, haben diese Unternehmen auch bessere Perspektiven, ihre Cloud-Services zu vermarkten und anzubieten. Und genau das entwickelt sich. Wir haben die ersten Use Cases. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel beim Digitalgipfel vor einigen Wochen das Programm eines Automotive-Datenraums geschaffen, weil es eine automobile Plattform und Cloud geben soll, wo Zulieferer, Produzenten, die ganze Lieferkette die Möglichkeit hat, zusammenzuarbeiten. Ich habe vorgestern einen Förderbescheid übergeben für das Projekt AgriGaia. Das ist eine spezielle Plattform für Präzisionsfarming, Landwirtschaft, Präzisionslandwirtschaft, die das Ziel haben, hier weltweit ein Angebot zu erarbeiten, was für mehr Umwelt- und Klimaschutz und gleichzeitig geringere Kosten und mehr Effizienz sorgt. Und Bruno Le Maire und ich, wir haben entschieden, beispielsweise gemeinsam eine Ausschreibung zu machen für spannende Projekte der künstlichen Intelligenz. Diese Ausschreibung wird heute im Laufe des Tages veröffentlicht, von beiden Ministerien in Paris und in Berlin gleichzeitig, simultan. Wir haben aber auch noch sehr viele andere Projekte, die wir gemeinsam zwischen der Kommissionspräsidentin von der Leyen, Präsident Macron, Kanzlerin Merkel, Bruno Le Maire und mir selbst vor einigen Wochen diskutiert und erörtert haben. Dazu gehört zum Beispiel ein IPCI für den Bereich von Mikrochips. Herr Altmaier, dazu würden wir gleich gerne kommen. Ich habe in der Tat noch mal eine Nachfrage zu dem Gaia-X-Thema. Und zwar gibt es ja eine ganze Reihe von Kritikern, wir haben das auch gerade im Talk vorher gehört, die sagen, das ganze Projekt ist viel zu kompliziert, es ist viel zu theoretisch und wir kriegen das irgendwie viel zu langsam auf die Straße. Und die Frage ist, ob dann nicht nach 2 Jahren viel zu viel Geld reingeflossen ist und es eigentlich nie so wirklich startet. Also meine Frage jetzt, wann geht es wirklich los? Wann wird es spürbar? Wann wird es vor allem für die Unternehmen draußen in der Wirtschaft spürbar? Naja, also wir haben bisher alle unsere Zusagen eingehalten. Wir hatten immer gesagt, bis zum Sommer. Verstanden, wir wollen ja nach vorne schauen, genau. Ja, genau. Wir hatten alle unsere Zusagen eingehalten. Mhm. Wir hatten auch gesagt, um die Jahreswende gibt es die ersten Use Cases. Mit AgriGaia haben wir den pünktlich vorgestellt. Das Ganze ist im Übrigen unternehmensgetrieben. Wir machen keine Staatswirtschaft. Wir gründen keine staatliche Cloud-Gesellschaft. Das machen die Amerikaner übrigens auch nicht, weil auch Google und Apple und Amazon keine Staatsunternehmen sind. Und wir gehen in Frankreich und Deutschland diesen Weg, dass wir sagen, der Staat wird mit, der Staat macht Führung und macht Angebote und die Unternehmen
greifen das auf. So, es gibt aber eine Rolle für den Staat. Wenn wir jetzt diese Use Cases ausrollen und die Anwendung für Automobil und Automobilzulieferer ist eine sehr vielversprechende, die eine Milliardenbedeutung erhalten kann, hat der Staat auch eine aktive Rolle, nämlich indem er dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Unternehmen wie die Telekom oder SAP ihre Cloud-Angebote auf Gaia X umgestellt haben, dass der Staat dann als Ankerkunde in Erscheinung tritt. Das heißt, dass wir als Staat dann nicht auf den scheinbar bequemen Weg gehen, unsere Daten in den USA zu speichern, sondern dass wir sagen, bestimmte Daten sind uns so sensibel und so wichtig, die speichern wir hier in Europa. Okay, verstanden. Und das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten sehr konsequent und sehr transparent vor allen Dingen auch vollziehen. Und dann lassen Sie mich noch eine Nachfrage stellen zu dem, was Sie eben sagten. Sie hatten das so beiläufig erwähnt, dass ja auch amerikanische Konzerne wie Google und Amazon an dem Projekt teilnehmen wollen. Da stellt sich natürlich schon irgendwie die Frage, naja, wenn das jetzt das große Gegenprojekt sein soll zu den großen Plattformunternehmen aus den USA, klar, es ist irgendwie ein Standard, aber was bleibt dann noch davon übrig, wenn die am Ende irgendwie alle mitmachen? Wie passt das zusammen? Nun, das passt deshalb zusammen, weil es zwar ein französisches und ein deutsches Staatsangehörigkeitsrecht gibt für natürliche Menschen wie Sie und ich. Und dann weiß man genau, das ist ein Franzose oder ein Amerikaner, ein Deutscher oder ein Chinese. Das gibt es aber bei Unternehmen in vergleichbarer Weise nicht. Und Sie haben die Möglichkeit, dass Unternehmen aus den USA Tochterunternehmen gründen in Europa. Sie haben die Möglichkeit, dass deutsche Unternehmen in den USA Tochterunternehmen gründen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass zu diesen Standards, die wir definieren, dann auch alle die Zugang haben, die in diesem Geschäftsfeld unterwegs sind, sofern sie die Anforderungen berücksichtigen. Und dann gibt es für die Kunden die Wahlmöglichkeit zu sagen, ja, ich sehe, da macht beispielsweise Amazon oder IBM, die machen ein Angebot mit diesen Standards, aber ich entscheide mich trotzdem aus freien Stücken, und weil ich das so möchte, für einen deutschen oder französischen Anbieter, weil ich möchte, dass meine Daten von diesen Unternehmen gehostet werden. Und genau dahin müssen wir kommen, dass diejenigen, die jetzt ein randständiges Dasein führen, ins Zentrum rücken und damit ihre Geschäftsmodelle entwickeln können. Monsieur Le Maire, ich habe eine Frage an den französischen Wirtschaftsminister. Sie wollen zusammen mit Herrn Altmaier die europäische Chipindustrie fördern. Wie wollen Sie die Halbleiterhersteller dieser Welt, die bisher noch nicht so stark auf dem europäischen Kontinent vertreten sind, wie wollen Sie die dazu bringen, hier in Europa, in Frankreich, in Deutschland mehr zu investieren? Zunächst haben wir Industriebetriebe, die bereits führend sind in diesem Bereich. ST Micro in Kolb, in der Nähe von Grenoble zum Beispiel, ist Weltmarktführer, französisch-italienisches Unternehmen und liefert auch an Google oder Hochleistungsbetriebe im digitalen Bereich. Die Halbleiter haben eine wichtige Rolle auch im Bereich der Souveränität für alle möglichen industriellen Prozesse. Und so wie bei den elektrischen Materialien möchten wir eigene Busse und Prozessoren in Europa entwickeln. Und wir möchten hier ein gemeinsames europäisches Projekt auflegen. Wir haben diese Idee mit Peter Altmaier gehabt. Wir haben auch die Europäische Kommission mit eingebracht. Wir haben hier eine fachliche Debatte, um zu sehen, ob wir uns auf 11, 10 Millimeter Halbleiter konzentrieren oder ob wir 2 oder 5 Millimeter haben. Und Thierry Breton hat das bereits angesprochen. Und ich glaube, es lohnt sich auch, so weit zu gehen, dass wir die wirklichen Hochleistungs-
Halbleiter dann eingebunden haben. Und dann haben wir eine strategische Unabhängigkeit bei Produkten, die von wesentlicher Bedeutung für die Souveränität in Europa im 21. Jahrhundert sind. Ich darf noch einmal betonen, dass das Lehren, die wir mit Peter Altmaier seit 3 Jahren gezogen haben, seit 3 Jahren zusammen mit Peter Altmaier haben wir eine neue europäische Industriepolitik gefordert, basierend auf dem ganz einfachen Gedanken, wir müssen mehr in neue Technologien investieren, wir müssen unsere ganzen Bemühungen zusammenlegen und das machen wir mit den IPCIs und wir müssen auch die Links zwischen der Grundlagenforschung und der industriellen Umsetzung stärken. Das haben wir bei den Batterien gemacht, haben wir bei den Halbleitern gemacht, haben wir bei der Datenspeicherung gemacht, machen wir auch bei der künstlichen Intelligenz. Und das ist auch das, was wir bei Wasserstoff machen werden und bei der Biotechnologie. Und mit Peter zusammen haben wir hier sehr viele Kooperationsbereiche erschlossen, die unerlässlich sind, um die technologische Souveränität im 21. Jahrhundert zu gewährleisten. Und davon hängt auch die politische Souveränität ab. Und alle diese Industrieentwicklungen mit der neuen Industriepolitik, die wir mit Peter seit 3 Jahren vorgeschlagen haben, sind sehr investitionsintensiv. Und einer der Schwachpunkte ist der Zugriff auf Risikokapital in Europa und auch die Umsetzung des Kapitalmarktes in Europa. Olaf Scholz hat es gestern ja noch einmal erwähnt. Wir müssen die Union der Kapitalmärkte schneller umsetzen. Wenn ein Startup in Frankreich ist und Hochleistungsbiotechnologie entwickelt, 200, 300 Millionen Euro bleibt, kann sich an Paris, Frankfurt, Mailand, überall in Europa hinwenden, ohne dass es regulatorische Schwierigkeiten gibt. Und damit können dann mehr Mittel zusammenkommen. Und dann haben wir die kritische Masse, die erforderlich ist, um dann leistungsstarke Industriebetriebe im 21. Jahrhundert zu haben. Wir haben es bewiesen im digitalen Bereich und das müssen wir bei den neuen Technologien, die ich gerade erwähnt habe, auch schaffen. Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Das Ganze kostet sehr, sehr viel Geld. Leider ist der Rückstand eben doch gravierend. Natürlich gibt es einzelne Unternehmen, in Deutschland gibt es auch Infineon, die auf diesem Markt sehr, sehr auf dem Halbleitermarkt der Infrastruktur sozusagen sehr aktiv sind. Aber laut McKinsey wären alleine, um diesen Rückstand gegenüber den Amerikanern aufzuholen, ungefähr Investitionen von 50 Milliarden Euro nötig. Wie wollen Sie das anschieben? Wie wollen Sie, und die Amerikaner und die Chinesen investieren natürlich auch in dieser Zeit. Sie warten ja nicht auf uns. Der kritische Punkt betrifft die Finanzierung. Das ist absolut richtig. Wir haben die Intelligenz, wir haben die Kenntnisse, aber wir haben noch nicht die Finanzierung. Das müssen wir sehr aufmerksam verfolgen. Und wir haben es einfach satt sozusagen in Frankreich, dass hier irgendein Startup dann von einem amerikanischen Riesen aufgekauft wird oder von den Chinesen umworben wird. Wir haben einfach nicht die finanziellen Mittel, um uns zu entwickeln, heißt es dann immer. Wir können uns weder in Frankreich noch in Europa entwickeln, weil die Mittel fehlen. Hier gibt es 3 Antworten. Zunächst einmal staatliche Investitionen und das ist auch der Rebound-Plan, der in diese Richtung geht. Wenn wir hier einen bestimmten Prozess in Forschung und Entwicklung entwickelt, wir haben 10 Millionen in die diesem Wiederaufbauplan in Frankreich für diese Bereiche. Es gibt 7 Milliarden für Wasserstoff. Es gibt 1 Milliarde für Biotechnologie. Es wird auch Mittel für viele andere Projekte geben, für Quantenrechnung zum Beispiel. Und es geht einfach nur den Zugang dazu. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Wiederaufbauplan haben in Europa. Dann die Entwicklung des Investitionskapitals. Wir brauchen hier Investoren, insbesondere im Bereich des Mittelstands in Frankreich, im restlichen Europa. Das geht in die richtige Richtung. Und die 3. Antwort der Finanzierung ist die Liberalisierung der Kapitalmärkte. Es gibt ja sehr viele rechtliche, technische Probleme und zusammen
zusammen mit der Bundesregierung sind wir absolut bereit, diese Hürden zu überwinden. Bei dem Abkommen von Meseberg hat der französische Präsident und die Bundeskanzlerin hier diese Kapitalmarktliberalisierung als eine Priorität beschrieben. Das muss umgesetzt werden, damit wir hier weiterkommen. Aber Herr Le Maire, lassen Sie mich bitte da noch mal einhaken. Mein Kollege hat es gerade angesprochen, 50 Milliarden sind nötig, um den Rückstand der europäischen Chipindustrie in irgendeiner Form wettzumachen. Woher soll das Geld kommen und wie viel konkret sollte die EU, sollten die einzelnen Länder in dieses Feld investieren, damit man da vom Fleck kommt? Ich werde Ihnen vielleicht ein anderes Beispiel geben. Die Wasserstoffstrategie. Wir haben ein sehr konkretes Ziel, das erste Flugzeug zu haben, das mit Wasserstoff fliegt, in 2035, hergestellt von Airbus. Also mit null Kohlenstoff. Das wird für mich das Symbol des Übergangs von der Kohlenstoffwirtschaft in die Nicht-Kohlenstoffwirtschaft zu sein. Also man bewegt sich, man fliegt mit sauberen Flugzeugen. Das wäre ein sehr großer Fortschritt. Wir haben 7 Milliarden Euro in Frankreich, 9 Milliarden gibt es in der Bundesrepublik und wir arbeiten an gemeinsamen Aktionen. Das heißt, wir haben schon 16 Millionen öffentliche Mittel für den Wasserstoff. Dann gibt es die privaten Betriebe, Maxi und Air Liquide. Und alle diese Unternehmen werden ebenfalls in diesen Bereich investieren. Und für die letzte Tranche können wir dann noch die zusätzlichen Mittel finden. Also bei einer dieser strategischen Techniken können wir 16 Milliarden aufbringen. Aber das geht nur über eine sehr enge europäische Kooperation. Kein Einzelstaat hat die Möglichkeit, erfolgreich zu sein, so wie China oder USA, wenn sie alleine vorgehen. Wir müssen es zusammentun. Herr Altmaier, vielleicht die Frage auch nochmal an Sie. Wenn wir nochmal auf die Chipindustrie kommen, 50 Milliarden, die Zahl steht im Raum. Wie viel kriegen Sie zusammen, auch vielleicht in Zusammenarbeit mit der EU, um diese Industrie in Europa zu halten, zu stärken, auszubauen? Wir werden sehr viel zusammenbekommen. Haben Sie eine Zahl? Wobei, ja, natürlich. Wir haben ja viele Baustellen und die digitale Baustelle ist eine. Übrigens auch im digitalen Bereich nicht die einzige, denn wir wollen auch bei 5G-Technologien etwas unabhängiger auf den Weltmärkten agieren und werden auch dort aktiv werden. Bruno hat es gesagt, wir gehen bei unseren IPCIs so vor, dass wir von Seiten der Mitgliedstaaten bestimmte Beträge annoncieren, die wir bereit sind, für die Förderung der Unternehmen auszugeben. Das ist in der Regel zwischen 20% und 40% des Investitionsvolumens, je nach Projekt und je nach Innovationsgrad. Wir werden in Deutschland in den nächsten Wochen entscheiden, wie viel Geld aus der deutsch-französischen Initiative, aus dem Konjunkturprogramm, aus Haushaltsmitteln wir für unseren Anteil am IPCI zur Verfügung stellen. Das wird in Milliardengrößenordnungen gehen. Ein- oder zweistellig? Ein- oder zweistellig? Wir führen hier keine Haushaltsverhandlungen. Da lege ich großen Wert darauf. Das würden auch die Amerikaner und die Chinesen nicht tun. Wenn die das tun, mache ich das sofort auch. Da bin ich auch vorbereitet. Gut, aber ich gehe davon aus, dass wir, wenn alle Staaten, die bereit sind, bei diesem IPCI mitzumachen, ihre Beträge festgelegt haben und dann die Unternehmen Anträge stellen auf Förderung und sagen, was sie bereit sind zu investieren, dass wir einen deutlich zweistelligen Betrag zusammenbekommen werden, und zwar nicht im unteren, sondern im mittleren Segment. Ob es genau 50 wird oder ob es eher in der Richtung auf 20 sein wird, das kann ich nicht antizipieren, weil ich nicht weiß, wie in Italien und Spanien und in Dänemark und in Niederlanden diese Entscheidungen ausgehen. Aber ich will auf das Beispiel nochmal zurückkommen mit den Batterien. Bosch hatte vor 3 Jahren entschieden, nicht in die Batteriezellproduktion einzugehen, weil sie gesagt haben, das ist ein Aufwand von ungefähr 25 Milliarden. Diese Zahl kann niemand bestätigen oder dementieren. Wir haben unsere IPCI-Batterien gemacht. Wir investieren als Deutschland inzwischen gut 3 Milliarden. Und wenn Sie die ganzen Investitionszusagen nehmen, die wir haben von Bosch, Total, Saft, Warta
BASF bis hin zu Tesla. Und dann stellen Sie fest, dass es insgesamt ein Betrag ist von annähernd 20 Milliarden, aber eben nicht von einem Unternehmen, sondern von ganz vielen. Und dass wir noch vor Ende des Jahrzehnts weit über 10.000 Arbeitsplätze in Europa entstehen sehen von privaten Unternehmen in diesem Bereich. Das heißt, wir wissen nicht, ob es diese 50 Milliarden sind, vielleicht sogar 10 mehr oder 10 weniger, sondern wir müssen unser Projekt aufsetzen und unser Projekt realisieren. Und ich glaube, dass es erfolgreich ist. Herr Altmaier, vor kurzem ist bekannt geworden, dass nicht nur Bosch und Warta gefördert werden, sondern dass auch Tesla gefördert wird. Sie haben es gerade so beiläufig erwähnt. Immerhin vor den Toren Berlin mit 1 Milliarde Euro für ein neues Batteriewerk. Natürlich ist es gut, die Batterieindustrie zu fördern. Natürlich ist es gut, Konkurrenz zu fördern. Was brauchen wir mehr, gerade in der Autoindustrie hier in Deutschland? Aber ich habe Ihre Initiative so verstanden, dass Sie besonders europäische und deutsche und französische, hier heimische Unternehmen befördern sollen. Wie das geht das zusammen? Ja. Das tun wir ja auch. Über 2/3 unserer Fördermittel bekommen Unternehmen, die immer schon in Europa waren und hier produzieren. Aber, und das ist die Basis meiner Gespräche mit Elon Musk, die sporadisch, nicht jede Woche, aber einmal im Jahr oder einmal alle 2 Jahre früher stattgefunden haben, jetzt ein bisschen häufiger, war immer zu sagen, le principe d'égalité de traitement, das Prinzip der Gleichbehandlung, das wird garantiert. Und deshalb gibt es Investitionen aus dem Ausland, denken Sie an Kattel, die haben keine Unterstützung bekommen. Warum? Weil sie in ihrem Projekt eben nicht darlegen konnten, dass sie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nach Europa bringen und weil sie nicht darlegen konnten, dass dieses Projekt innovativ ist, weil es nämlich nachhaltigere, leistungsfähigere, kleinere Batterien zum Ziel hat. Tesla konnte das. Und deshalb ist auch die Investitionsentscheidung für Tesla nicht von Deutschland getroffen worden alleine, sondern sie wurde in einem Beihilferahmen von der Europäischen Kommission geprüft. Die Europäische Kommission hat entschieden, bis zu welchem Betrag wir Tesla fördern dürfen. Und natürlich hängt die tatsächliche Förderung auch davon ab, dass Tesla seine Zusagen, die sie gemacht haben, einlösen. Und was wir ja erreichen wollen, ist eine vernetzte Landschaft von Expertise, von Ingenieuren, Wissenschaftlern, Forschern und Anwendern, die es ermöglichen, dass wir nicht nur die Batterien von heute, sondern auch die nächste und übernächste Generation in Europa produzieren. Und dazu ist es wichtig, dass wir keine verlängerte Werkbank sind, sondern dass hier geforscht und entwickelt wird. Und wer bereit ist, das zu tun, der hat auch die Chance, dass er von uns dann gleich behandelt wird. Sie haben jetzt das Thema Vernetzung angesprochen. Auf der anderen Seite sprechen wir von Souveränität in Deutschland. Ich frage mich an der Stelle immer, wo ist eigentlich die Grenze zwischen, zwischen der alten Wirtschaftswelt, wie wir sie hatten, und am Ende wie kann man sagen, Trumpschen Protektionismus? Also wie unterscheidet sich eigentlich die digitale Souveränität Europas davon? Ja, also ich glaube, wenn Sie den Die Frage würde ich gerne Ihnen beiden stellen, aber Herr Altmaier, fangen Sie gerne an. Wenn Sie also den Trumpschen Protektionismus vergleichen mit dem, was wir tun, fällt Ihnen der Unterschied, glaube ich, sofort auf. Zum einen, wir sind bereit für multilateralen, regelbasierten, internationalen, freien, wettbewerbsfähigen Handel. Zweitens, mit unserer Industriepolitik, die Bruno Le Maire und ich gemeinsam mehrheitsfähig gemacht haben in der Europäischen Union, als wir unsere Initiative ergriffen haben, hier in diesem kleinen Raum haben wir das deutsch-französische Manifest zur Industriepolitik verabschiedet und heute haben wir eine europäische Industriestrategie. Es ist auch in Deutschland so, dass es ganz selbstverständlich ist, dass wir übrigens zum ersten Mal überhaupt über Industriepolitik sprechen. So, und wenn andere Länder versuchen, mit protektionistischen Maßnahmen ihren Unternehmen Vorteile einzuräumen und sie auf den Weltmärkten zu unterstützen und es keinen fairen Wettbewerb gibt, dann haben wir eine Verantwortung, unsere Industrien zu schützen. Und zweitens, wenn es darum geht, dass es technologische Innovationen gibt, das können wir anderen Ländern nicht verbieten. Das ist auch nichts Schlimmes und das ist im Gegenteil, das ist sehr gut. Aber wir haben ein Interesse, dass diese Innovation eben auch in Deutschland und in Frankreich und in Europa stattfindet. Und deshalb machen wir
Angebote. Wir sind noch nicht überall dort, wo wir hin müssen. Ich hätte mir, als ich Wirtschaftsminister wurde, gewünscht, dass wir beim Thema Internetplattformen, auch nicht nur B2B, sondern auch B2C-Plattformen und künstlicher Intelligenz als Anwendungsfall in diesem Bereich schneller und besser vorangekommen wären. Aber das ist ein Bereich, wo die Unternehmen sehr starken Wert darauf legen, dass man ihnen nicht über den Tellerrand in den Vorgarten schaut. Und deshalb haben wir das akzeptiert. Aber das ist und bleibt eine Baustelle für eine neue Bundesregierung und eine neue französische Regierung, dass wir auch diese Themen in den Blick nehmen. Wir würden hier gerne an der Stelle die Zuschauer mit einbringen, und zwar eine Frage, die sehr gut an dieses Thema angrenzt. Und zwar wird... Vielleicht darf ich noch ganz kurz was hinzufügen. Machen Sie gerne, was Peter gesagt hat. Wir möchten also nicht hier die Dorftrottel sein. Ah, das ist gut. Es bedeutet ja nicht, dass Herr Biden jetzt die amerikanischen Unternehmen nicht mehr schützen wird. Das ist absolut falsch. Schauen Sie einfach mal, was der Biden hier beschlossen hat. Es gibt sehr positive Dinge natürlich, wie das Weltklimaabkommen und die Unterstützung und die ganzen internationalen Öffnungen. Aber er hat auch ganz deutlich beschlossen, dass der amerikanische Mittelstand bei der öffentlichen Beschaffung unterstützt werden wird. Das heißt, der Biden wird Herr Trump seine Wirtschaft und seinen Mittelstand genauso unterstützen, als wir mit Peter Altmaier unsere neue Industriestrategie vorgestellt haben, wurde Peter sehr stark kritisiert worden in Deutschland. Ich wurde leicht kritisiert, weil wir die staatliche Intervention in Frankreich haben, aber wir wurden trotzdem kritisiert. Aber wir haben eine bestimmte Bewegung aufgezeigt und ausgelöst. Wir sind für den freien Warenverkehr auf der Grundlage der Reziprozität, aber wir wollen auch unsere Technologien vertreten, verteidigen, und die Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, unsere Technologien, unser Know-how zu schützen. Genau, und da kommen wir jetzt zu einer geopolitischen Frage, die hier aus dem Publikum gestellt wurde. Und zwar fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Altmaier. Und zwar Herr Spahn schreibt hier, einer teilte uns heute mit, dass 5G in Europa ohne China nicht möglich sei. Können Sie das bitte konkretisieren? Und da hätte ich auch gern die französische Sichtweise danach. Nein, aber vielleicht, wenn es geht, in ein paar Sätzen. In dieser Pauschalität nicht bestätigen. Es ist so, dass es im Bereich 5G für bestimmte Anwendungen nur wenige internationale Player gibt. In einem Bereich ist es Huawei und Ericsson und Nokia, wobei Ericsson und Nokia sich stärker auf die globalen Märkte konzentriert haben. Huawei sehr stark bisher in Europa ist. Und da kann man das Konzept der digitalen Souveränität sehr genau buchstabieren, weil es nämlich bedeutet, aus meiner Sicht, dass wir einerseits nicht aus politischen Gründen jemanden ausschließen, aber dass wir die Möglichkeit schaffen, dass es mehrere Anbieter gibt, dass eine Auswahl besteht und dass in Feldern, die technologisch wichtig sind, auch europäische Firmen die Möglichkeit haben, auf den Weltmärkten erfolgreich zu sein. Wir haben doch Hidden Champions. Ich bin damals kritisiert worden, weil ich gesagt habe, auch auf die Größe kommt es manchmal an. Ja, das war bei Siemens Alstom so. Sie verkaufen kein Projekt für 30 Milliarden Eisenbahnmodernisierung in der Türkei oder anderswo, wenn sie ein mittelständischer Unternehmer sind. Aber es gibt viele Mittelständler, die mit einem Produkt Widerstände für Klimaanlagen in Autos und vieles andere mehr, Glasscheiben, Dichtungsverfahren, Hidden Champions sind, Weltmarktführer sind. So, und wir wollen, dass wir in den Schlüsseltechnologien auf den Weltmärkten mitspielen können, damit die Auswahl im eigenen Land größer ist und damit wir auch einen Teil der Wertschöpfung erwirtschaften, den wir brauchen, um unsere hohen Standards bei Umwelt, Infrastruktur, Bildung und vielem anderen aufrechtzuerhalten. Das ist Souveränität, und deshalb werden wir sehr genau darauf achten, dass jeder, der bei uns 5G ausbaut, Sicherheitsvorschriften respektiert. Das haben wir auch nochmal präzisiert und verschärft. Wir werden zweitens auch darauf achten natürlich, dass Unternehmen, die in diesem Bereich
ihre Kapazitäten, nicht ihre Skills und ihre Fähigkeiten erweitern wollen, die Möglichkeit haben, das zu tun. Und deshalb habe ich beispielsweise schon vor über 2 Jahren mit den CEOs auch von Nokia und von Ericsson gesprochen. Und eines der Ergebnisse ist, dass wir ins Auge fassen, auch für 5G-Technologien eine Art IPCI zu machen, weil wir wissen, wir müssen besser werden. Aber nur mit der freien Wirtschaft und mit Unternehmen, die unternehmerisch tätig sind und nicht durch Beamte, die glauben, sie müssen Staatswirtschaft organisieren. Ich glaube, das, was wir gemacht haben, ist ein genuiner Kompromiss, den Bruno Le Maire und ich gefunden haben, zwischen dem Prinzip einer sozialen und freien Marktwirtschaft einerseits und einer staatlichen Flankierung von Entwicklungen, um die die Wirtschaft im Übrigen uns auch bittet, weil sie genau wissen, dass wir dann insgesamt mehr Synergien haben und dass wir mehr Durchschlagskraft entwickeln. Wir haben jetzt eine ganze Reihe Fragen aus dem Publikum. Ich würde gerne ein paar hier noch unterbringen. Deswegen wäre es wichtig, dass wir immer eine kurze Antwort von Ihnen bekommen. Herr Le Maire, ich hätte gerne noch Ihre Perspektive. Geht 5G in Europa ohne China? Wie ist es possible? Natürlich ist es möglich. Und ich bin überzeugt, und Peter hat es ja gerade auch angesprochen, wir haben hochwertige Unternehmen, die in der Lage sind, 5G in Europa auszurollen. Nun, wir haben jetzt vielleicht etwas Verspätung, 6 Jahre, ein Jahr, aber wir bauen 5G ja nicht für heute. Wir schauen ja auch weiter, wir müssen auch weiter auf die nächsten Generationen schauen und wir müssen auch hier antizipieren, welche Entwicklungen in den nächsten Jahrzehnten noch anstehen. Und es wäre durchaus in unserem Interesse, hier gemeinsam zu investieren in Form eines IPCI, wie Petra es auch angesprochen hat, in ein Projekt, also investieren, um die Unternehmen zu unterstützen, die im 5G in Europa angesiedelt sind, Nokia, Ericsson, und damit könnten wir unsere eigene Technologie in Europa haben. Warum ist es wichtig? Nun, jeder weiß natürlich, mit 5G hat man Informationsübertragungen, die von vitaler Bedeutung sind und die man schnell übertragen muss. Man kann also nicht einerseits Gaia-X machen und unsere Daten schützen und auf der anderen Seite sagen, diese Daten dann aber über den 5G übermitteln lassen, die nicht unsere Technologie und unsere Netze dann sind. Also wenn wir hier kohärent und konsequent sein wollen und wenn wir die technologische Souveränität in Europa gewährleisten wollen, dann müssen wir unsere europäischen Leader unterstützen. Wir sind mit etwas Verspätung angetreten, aber dennoch können wir das wieder aufholen. Und ein letzter Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, mit dem Ausrollen des 5G möchten wir sehr schnell in Frankreich sein, denn im digitalen Bereich müssen wir das gesamte französische Hoheitsgebiet entwickeln, also nicht nur die Hauptstadt, sondern auch breit gestreut über das gesamte Land. Und das bedeutet also nicht, dass wir gegen Huawei sind, überhaupt nicht. Frankreich ist das erste Land in Europa, das im Elsass eine Fabrik von Huawei angesiedelt hat. Also wir haben Huawei bereits angesiedelt in Frankreich mit Produkten, die in Frankreich hergestellt werden, in einem Werk in Frankreich, und das ist überhaupt kein Problem. Eine weitere Frage, um noch ein paar Zuschauer zu Wort kommen zu lassen, die sehr viele beschäftigt hat, ist: Warum handeln die internationalen Digitalkonzerne bis heute außerhalb jeglicher Regulierung und Besteuerung in Europa? Herr Altmaier, vielleicht zuerst mein Freund Bruno, denn in dem Bereich hat er die Initiative ergriffen. Auf geht's, dann nach Frankreich. Je vois que Peter est prudent. Non, mais... Peter ist sehr vorsichtig. Aber es ist eine ganz einfache Sache. Und es ist eine sehr interessante Debatte. Und vielen Dank überhaupt für die Qualität der Fragen. Wir betreten neues wirtschaftliches Gebiet. Es gibt Dinge, die sich nicht ändern werden. Das wird nicht über Nacht anders sein. Aber es gibt auch Punkte, die radikal anders sind. Und wo wir zusammen mit Deutschland einen Vorsprung haben möchten, und zwar mit der Wirtschaft
des 21. Jahrhunderts und nicht das 20. Jahrhundert verteidigen wollen. Wir wollen eine kohlenstofffreie Wirtschaft haben. Wir möchten nicht wieder Erdöl, fossile Energieträger subventionieren. Wir möchten, dass es eine Wirtschaft ohne Kohlenstoff gibt. Das ist die erste Neuheit. Dann gibt es neue Wertschöpfungsketten. Es ist das erste Mal, dass wir uns darüber freuen können. Seit 30 Jahren schaffen wir endlich Wertschöpfungsketten. Und das in 2 Jahren. Das ist spektakulär. Und das bei den elektrischen Batterien, bei den Batteriezellen, bei der Cloud, bei Wasserstoff, im Quantenbereich, bei den Mikroprozessoren, das sind unglaubliche Fortschritte, die hier erzielt werden. Und das bedeutet, Europa übernimmt wieder seine industrielle Souveränität, neue Wertschöpfungsketten mit Deutschland und Frankreich, die hier die Impulsgeber sind, aber die diese Projekte offen lassen für alle europäischen Partner. Dann, das war der zweite Punkt und dann noch ein dritter wesentlicher Punkt. Diese Krise hat Gewinner hervorgebracht und die Gewinner sind diejenigen, die die digitalen Riesen sind, die keine physische Präsenz bei uns haben, kaum Beschäftigung haben, kaum Standorte haben, aber sie haben riesige Gewinne, aber sie zahlen keine Steuern oder kaum Steuern. Und das ist etwas, was absolut unannehmbar ist. Und deshalb haben wir in zwei Arten gehandelt. Wir haben die digitale Besteuerung. Diese Daten sollen genauso besteuert werden wie die Herstellung von Schuhen oder Autos. Und dann die Mindestbesteuerung, um zu vermeiden, dass ein großes digitales Unternehmen, das Gewinne in Frankreich erzielt, mit französischen Verbraucherinnen und Verbrauchern, diese Gewinne in ein anderes europäisches Land übertragen kann oder außerhalb Europas übertragen kann, um der Besteuerung zu entgehen, einer gerechten Besteuerung zu entgehen. Und ich bin sehr zufrieden, weil ich glaube, dass wir bei der internationalen Besteuerung eine Vereinbarung im Sommer erzielen können. Bei meinem ersten Austausch mit Janet Yellen, der neuen Finanzministerin der USA, haben wir ein Gespräch geführt und wir haben das als europäische Priorität dargestellt. Das ist jetzt auf der Agenda und die Amerikaner möchten diese internationale Besteuerung auch mit einem neuen Blick betrachten und ich hoffe, dass wir damit zu einer digitalen Besteuerung und einer Mindestbesteuerung bis Sommer 2021 kommen. Das ist zumindest unser Ziel. Herr Altmaier, ganz kurz, wie ist eigentlich die deutsche Antwort darauf in einem Satz? Das müssen wir jetzt noch wissen. Die Antwort gibt Olaf Scholz für die Bundesregierung und ich glaube, dass wir natürlich ein Interesse daran haben, dass wir international zu einer gerechten Besteuerung kommen, auch im Bereich der digitalen Aktivitäten von Unternehmen. Bruno hat sehr Wichtiges dazu gesagt und wir werden mit unseren amerikanischen Partnern, seine Kollegin ist bereits bestätigt, meine 3 Kolleginnen Energie, Handel und Wirtschaft sind noch nicht bestätigt, aber wir werden mit all denen darüber sprechen. Es gibt offene Baustellen mit den USA, das fängt an bei den Zöllen für Kohle und Stahl, für Aluminium und Stahl. Das geht weiter über Airbus Boeing, das geht weiter zu diesem digitalen Thema. Und ich glaube, wir haben ein Interesse daran, dass wir uns in all diesen Themen auf vernünftige, zukunftsweisende Lösungen mit unseren amerikanischen Partnern werden einigen können. Das wird nicht einfach, aber immerhin teilen wir mit der neuen Biden-Regierung doch sehr deutlich auch gemeinsame Wertvorstellungen. Und beide Regierungen sind für solche transatlantische Gespräche und Lösungen offen. Monsieur le Ministre Le Maire, lieber Herr Minister Altmaier, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Es war wirklich schön, einen internationalen Austausch hier zu moderieren. Man sieht, dass Sie sich gut verstehen. Sie haben ein sehr, sehr kniffliges Terrain vor sich. Sie haben ein knifflige Jahre vor sich. Die Konkurrenz ist riesig. Amerikaner, Chinesen und alle anderen in dieser Welt werden auch nicht schlafen. Wir sind sehr gespannt, wir werden Sie weiter kritisch begleiten und wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Nachmittag.